Also, es ist irgendwie interessant, dass es eigentlich kostenintensiver ist, einen Erdwall aufzuschütten, als Steine zu verwenden. Weil es sind 80, also Ziegel zu verwenden, weil es sind 80 Steine, werden 4 Ziegel. So, damit mit 4 Ziegeln kann ich eine Fläche von 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 Dingern auffüllen. So. Ein Erdstein, sage ich jetzt mal, braucht aber nur 10 Erde. Das heißt, das sind 2 Erde. 4 Erde. Sieht gerade ein bisschen komisch aus von der Draufsicht. 6. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Habe ich mich irgendwo verkalkuliert? Sind dann auch 2, 4. Ich weiß eh nicht, wie ich auf 8 gekommen bin. Okay, vergesst es einfach. Ein Erdfall aufzuschütten ist nicht effektiver als einen Ziegelwald zu bauen. Oh, da haben wir mal wieder zwei solche, nur dass sie hier nicht so viel Platz haben. Jetzt ganz komisch laufen teilweise. Wie viele Felder haben wir hier noch? 47. Hier ist wahrscheinlich nicht mehr ganz so viele. Nein, 43. Wir haben noch 10 Steine im Lager und brauchen noch 12 Steine. Okay. Da waren es nur noch 7 Steine. Ich würde ja lachen, wenn das genau aufgehen würde. Wie viele brauchen wir dann hier? 6.
Aber kann ich genau aufgehen? Es müssten zwei übrig bleiben. Kann natürlich auch sein, dass ich falsch gerechnet habe, aber theoretisch müssten zwei übrig bleiben. Weil wir hatten 7 und haben 69 gebraucht. Das heißt, 62 waren übrig, die wir noch gebraucht haben. Und 10 sind 40, 15 sind 60. 16 so Dinger sind 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. Also das hier, die 16 hier haben wir gebraucht. Und zwei sollten dadurch übrig bleiben. Ja, 3 Stück fehlen noch. Flupp. Okay, das heißt, wir können euch vom Bauen wieder zum Quaritz schicken. Oh, dadurch ist auch der Bildauftrag jetzt verschwunden. So, dann schnappen wir uns den Bildauftrag. Markieren mal die hier. Machen daraus was Separates. Für das wir 9 Steine brauchen und wir haben nur 2. Okay. Das heißt, wir machen aus denen hier Steine. Und lassen unsere Flettenjungs den ersten machen, außer dich. Du füllst da noch den letzten Stein bitte auf. So, das heißt, jetzt kannst du. Jetzt können wir das löschen.
Und ja, ich weiß, ich hätte auch Steine sparen können, indem ich hier mit solchen Treppen abgeendet hätte, aber ich wollte da eine saubere Trennlinie. Deswegen sind es jetzt halt hier ein paar mehr Steinchen. Also ein sauberes Ende wollte ich, sagen wir es so. Es ist die große Frage, wenn ich hier einen Flattentask hinmache. Die Höhe ist nicht das Problem. Ups. So, links und rechts gleichmäßig. Oh, jetzt haben wir da schon ein Stück Säule. So. Dann fangt mal an zu flatten. Also was heißt zu flatten? Zu füllen. Und dann gucken wir mal, ob sie hier sich da den Weg zu bauen. Wenn ja, dann... Verschieben wir das erstmal um 1. Sicher ist sicher. So, ihr baut hier fleißig ab. Jetzt brauche ich mir wenigstens keine Sorgen machen, dass sie ständig irgendwo an der Seite vom Berg rumhacken und da einen Haufen Steine liegen lassen. Das sieht sehr interessant aus. Wie ein Schuh oder ein kleines. Der Grundriss eines Miniaturhäuschens, einer Bricktron-Abstellkammer. Wenn man so möchte. Was brauchen wir jetzt eigentlich noch für das? 17 Steine. Ja, gut. Gut, jetzt müssen die hier erstmal wieder füllen. Ich mache es wieder so wie das letzte Mal. Erst hier eine Reihe durch. Dann die Seite füllen, dann die Seite füllen. Und wenn das erledigt ist, ist die Grundfläche unserer Burg fertig. Yay. Dann kommt endlich mal wieder etwas Abwechslung rein. Wir können aber schon mal anfangen. Sein
groben Plan. So. Ah, das war falsch. Oh. Und hier dann auch wieder. Drei hoch. Welches Parapet haben wir genommen? Ja, ich glaube das hier, nicht das hier. Was war hier noch bei der Unterschied? Ah ja, das eine war etwas dicker. So. Ups. So. Jawohl. Und das können wir kopieren und eigentlich gleich auf die andere Seite auch platzieren. Gucken wir mal, wie viel haben wir uns vertan? Um sehr viel. So. Das heißt, wir können auch die Konstruktion gleich nehmen. Und sie hier hinsetzen, weil wir die beiden Dinger, ups, die beiden Dinger hier hin. Müssen die hier weg. Das können wir Apply machen. Und haben schon mal den nächsten Schritt eingeleitet, nämlich die beiden Seitentüren.
Auch wenn die Treppen jetzt gerade so auf dem Blueprints aussehen wie Damenstiefel. Oh ja, stimmt. Wisst ihr was? Türen nehmen wir erstmal raus. Die setzen wir dann ganz zum Schluss.